Omerovic. Die Lieferinger haben aber noch nicht genug. Wieder ist es Cavabukta und diesmal trifft er nicht den Pfosten, sondern das Tor. Erste Minute der Nachspielzeit, 4:1. Der junge Ungar und er hat noch nicht genug. Wieder Bukta. Der Slalomlauf, dann der perfekte Pass, uneigennützig. Legt er ab auf Amadedic und der entscheidet in den Schlusssekunden, dass diese Partie